Hallo Skandinavien-Fans, weiter geht's mit Video Nummer 22. Wir starten von unserem Übernachtungsplatz am Geiranger Skywalk, dann starten wir mit einem atemberaubenden Roadtrip durch die norwegischen Berge, erst steil bergab und dann auf einer Höhe von ca. 1000 Meter über dem Meer, über den Gamle Strinefjellswegen. Freut euch auf ein weiteres Highlight unserer Skandinavien-Reise. Wir sind Uwe und Elke und reisen mit unserem Unimog durch Europa. In unseren Videos zeigen wir euch viel Natur, wunderschöne Landschaften und interessante Städte. Also, los geht's! Abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst! Los geht's mit der Karte. Wir starten auf dem Dalsnibba auf 1500 Meter Höhe. Auf vielen sehr schmalen Serpentinen geht's erstmal 500 Höhenmeter bergab. Dann führt die Strecke weitestgehend auf einer Höhe von so um die 1000 Meter über dem Meer, erst über die 63. Dann folgen wir ein paar Kilometer der Nationalstraße 15 und biegen dann in Grotli auf den Gamle Strinefjellswegen ab. Die ganze Etappe sind ca. 60 Kilometer. Wir haben im Windschatten des Dalsnibba auf einem kleinen Parkplatz etwas unterhalb des Gipfelplateaus mit unserem Unimog übernachtet. Den grandiosen Blick in den Geiranger Fjord hat man vom Geiranger Skywalk auf dem Gipfelplateau. Im letzten Video, oben rechts und unten in der Beschreibung verlinkt, haben wir bereits die Aussicht im Sonnenuntergang genossen. Jetzt im strahlenden Sonnenschein müssen wir, bevor wir weiterfahren, auf jeden Fall erstmal wieder rauf auf den Gipfel. Absolut der Wahnsinn, diese Aussicht. Unten im Tal seht ihr Geiranger und den Geiranger Fjord. Aber dann starten wir zu unserem atemberaubenden Roadtrip. Jetzt fahren wir wieder zurück auf die 63, von der wir am Vortag über eine mautpflichtige Straße hier hoch abgebogen sind. Die nur 5 Kilometer lange Strecke hat es in sich. Es geht ca. 500 Höhenmeter bergab. Die Haarnadelkurven schafft unser Unimog immer in einem Zug, obwohl die Strecke ziemlich schmal ist. Wir folgen der 63 einige Kilometer, bis wir dann auf die Nationalstraße 15 treffen. Würde man die jetzt in entgegengesetzter Richtung fahren, kommt man an dem Ende des Gamle Strinefjellswegen vorbei. Das sehen wir dann gleich im Laufe des Videos.
Die Nationalstraße löste 1978 als ganzjährig befahrbare Straße mit 3 Tunneln den alten Stringefjellwegen ab. Aber wir wollen ja was von der Landschaft sehen und nehmen die alte Straße, die zu den Landschaftsrouten Norwegens zählt. Den Link dazu setze ich in die Beschreibung. Hier biegen wir von der 15 ab. Ich blende euch nochmal kurz die Karte ein. Hier sind wir auf die 15 gekommen und dann in Richtung Osten gefahren. In Grotli biegen wir nach rechts auf den ca. 27 km langen Strynefjellwegen ab. Und am Ende stoßen wir in Videsæter wieder auf die 15. Jetzt geht's auf die schmale Schotterstrecke, die nur von Mai bis September für den Verkehr freigegeben ist. Die Straße ist aber auch gut für normale Autos und Womos gut befahrbar. Ein Unimog, der muss es dann wirklich nicht sein. Sie hat kaum Höhenunterschiede und schlängelt sich auf ca. 1000 Meter Höhe über die Hochebene des Strynefjell. Der höchste Punkt liegt auf ca. 1139 Metern. Ein Umweg, der sich auf jeden Fall lohnt, wie ihr im weiteren Verlauf des Videos sehen werdet. So, und jetzt ein paar Infos, die mir Wikipedia erzählt hat. 1881 wurde der Bau der Straße beschlossen, um eine befestigte Verbindung zwischen den Kommunen Skaik im Hochland und Stryn am Fjord zu schaffen. 1894 erfolgte nach 12-jähriger Bauzeit, während der die Straße in den schneefreien Sommermonaten in Handarbeit aus dem Fels gehackt, gesprengt, gefräst wurde, die Einweihung. Erst 1978 löste die neue, 12 Kilometer lange und ganzjährig befahrbare Straße mit 3 Tunneln den Gamle Strynefjellwegen als Hauptverkehrsweg ab.
1997 wurde der Strynefjellsvegen als eine der ersten der inzwischen 18 norwegischen Landschaftsrouten erklärt. Übrigens, diese 18 Landschaftsrouten verlinke ich euch auch in der Beschreibung. Die solltet ihr euch für eure Norwegenreise merken. Auch die Atlantikstraße, die Route über den Trollstigen und die Strecke auf der Insel Senja, die wir gefahren sind, gehören dazu. Das Strynefjellgebiet in Norwegen beeindruckt mit seiner natürlichen Schönheit, majestätischen Bergen und klaren Seen. Die Gegend ist auch ein Paradies für Wintersportler und bietet vielfältige Outdoor-Aktivitäten. Teile der Region sind als Naturreservate ausgewiesen. Insgesamt ein faszinierendes Ziel für Naturfreunde und Abenteurer. Auf unserer Fahrt über den Gamle Strynefjellsvegen sind wir mittendrin in dieser traumhaften Landschaft. Bisher waren wir oft in den Alpen unterwegs, aber hier sieht die Landschaft so ganz anders aus. Die Spuren der Eiszeit, die sind überall deutlich zu sehen. Der Gamle Strynefjellvegen führt direkt an einem von Norwegens bekanntesten Sommerskigebieten vorbei. Von der Straße führt ein Sessellift hinauf zum Gletscher Tistigen, auf dem mehrere Pisten zur Verfügung stehen. Die Landschaftsroute von Ost nach West Norwegen wurde 2009 unter Denkmalschutz gestellt.
alte, von Hand errichtete Mauern aus sorgfältig zurechtgeschlagenen Steinen und lange Reihen aus Kannsteinen kennzeichnen die Strecke über das Gebirge. Diese Art von Leitplanken stammen aus einer Zeit, als man noch nicht mit dem Auto, sondern mit Pferd und Kutsche bewegte. Nach ca. 60 Kilometern vom Dalznibba aus treffen wir wieder auf die Nationalstraße 15. Wenn wir jetzt rechts abbiegen würden, kämen wir schon nach ca. 17 Kilometern an den Abzweig rauf zum Dalznibba. Zum Abschluss noch ein wunderschöner Wasserfall und dann geht dieses Video zu Ende. Im nächsten Teil fahren wir wieder zurück ans Meer mit traumhaften Aussichten auf die Fjorde. Und an unserem Übernachtungsplatz bekommen wir Besuch von Schweinswalen. Dann freut euch schon auf das nächste Video. Bis bald. Tschüss, eure Elke. Wenn ihr euch jetzt auch für so ein Fahrzeug interessiert, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Schaut mal auf unserer Webseite auto-stamm.com. Wir sind autorisierter Händler des niederländischen Kabinenbauers Blissmobil für Deutschland, also die gleiche Kabine, wie wir sie auf unserem Unimog haben. Einfach mal runterscrollen oder oben auf den Link Bliss klicken. Ein Link zu unserer Roomtour von unserem Unimog, die findet ihr hier. Und dann geht's weiter zu den verschiedenen Kabinengrößen. Ja, und bei Interesse oder Fragen, da könnt ihr euch direkt bei Uwe bei uns in der Firma melden. Na dann, bis zum nächsten Video oder wir sehen uns mal bei uns in Solingen. Bis bald. Tschüss, eure Elke.